Hallihallo, Hallöchen! Wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf dem PC und wir sind da auf meiner Karte Felsbrunnen. Und da geht's weiter. Ich bin gerade am Stroh sammeln und es sollte irgendwann noch Hasenpfote kommen. Er sollte mir auch noch eine Ladung Stroh bringen. Und ja, das ist eigentlich alles Vorrat für den Winter. Wir haben zwar Herbst, aber der Winter steht bald vor der Tür. Also es geht nicht mehr so lang. Wir müssen auf jeden Fall genug Vorräte für unsere Kühe besorgen, noch machen. Wir müssen noch ein bisschen Gras mähen. Heu muss ich noch machen, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch was wird jetzt. Wenn, dann muss ich auf jeden Fall nochmal Wetterbericht schauen, nächsten Tag, die nächsten Tage gucken, wie das Wetter wird und natürlich das ganze Gras, was hier überall ist, mal mähen, damit wir da noch ein bisschen Heu machen können. Silage haben wir, glaube ich, genug und Stroh sollte demnächst auch genug sein, wenn ich das hier runter gesammelt habe. Wir können später auch die Felder hier wieder schon düngen, mit Mist bestreuen oder Kunstdünger nehmen. So, der Kleine hat da schon ein bisschen zu tun. So, ich weiß nicht, ob ich alle drauf bekomme. Auf jeden Fall muss ich mal gucken, damit ich mich hier nicht festfahre. So, wir haben das letzte Mal, waren wir oben auf der Alp. Wir haben dort beim Helmut und beim Hartmut geerntet. Die sind immer noch dran. Ein Feld ist noch zu machen. Das wird jetzt in den nächsten Tagen auch fällig sein. Und dann ist da oben auch erstmal ready. So, allzu viel passen, glaube ich, nicht mehr drauf. Aber ich habe nicht umsonst vorne noch den Spieß angebaut, den Ballenspieß. Vielleicht muss ich dennoch einen mitnehmen, aber wahrscheinlich bleiben genau zwei übrig. Das war klar. Die gehen noch drauf. Meine Güte. Okay. Ein Wunder der Technik. So, gut, ich habe noch einen Platz eingerichtet, um Stroh zu lagern. Und da werden wir jetzt die Ballen mal hinbringen. Oh, was sehen denn meine trüben Augen? Hasenpfote ist auch schon da. So, jetzt sollte ich theoretisch das da abladen können und dann sollten die sich da automatisch aufstapeln. Jawohl. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, wir müssen hier zurücksetzen. Hasenpfote ist da. Der bringt uns die bestellten Strohballen. Die haben wir beim Helmut oben organisiert. So, Hasenpfote. Alles klar bei dir?
Kannst du eigentlich da drauf fahren und dann laden wir das ganze Zeug ab. So, ich muss natürlich wechseln hier. Wir haben ja hier unsere verschiedenen Charaktere. Der Bauer Mike steht nämlich jetzt da und Hasenfote fährt nämlich jetzt hier drauf. Mit seinen neuen LKW. So sagt er denn hier, Heu wird nicht angenommen. Ich will auch kein Heu. So, wir müssen mal hier aufmachen. Warte mal, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das ging. So. 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 Ah, ich habe da natürlich Verschiedenes. So. Ah. Nicht das von drinnen. So, okay, da haben wir mal die Spanngurte gelöst. Jetzt machen wir dasselbe hinten noch mal. So wie es aussieht, ist da aber irgendwie mehr Heu wie Stroh. Das macht ja nichts. Da muss ich keinen Stroh mehr machen. So, da sollten wir auch. Ich muss mal die Spanngurte von drinnen lösen. Jetzt habe ich natürlich irgendwie ein Problem. Jetzt sagt er mir natürlich, er will da nicht alles abladen. So, Bauer Mike, du musst mal hier noch den Trecker wegfahren. Vielleicht müssen wir da noch mal rum. Ich muss so. Da ist der Bauer Mike. Genau, oben rechts steht es immer, wer ich gerade bin. Okay, dann setzen wir uns da noch mal rein. Machen mal die Tür zu. Fenster auf. Und dann fahren wir da noch mal ein Stück vor und schauen, ob das. Oh, wird hier nicht angenommen. Wird überhaupt irgendwo was angenommen? Jawohl. Hier werden auf jeden Fall mal die Heuballen abgeladen. Das ist schon mal ganz gut. Also das funktioniert. Und jetzt habe ich ja Ruhe. Ja, wir sehen, wenn die nicht festgebunden sind, dann wackelt das da ganz schön hin und her. Wir müssen mal gucken, ob wir hier überhaupt rumkommen. Aber wir haben extra den Drehschemel, hat Hasenfutter reingemacht, Drehschemel, damit wir da schön wendig sind. Oh, warte. Das wird aber eine enge Kiste hier. So, jetzt nochmal Stroh. Wird hier nicht angenommen, oder was?
So, da nehmen sie auch nicht so richtig was raus. Vielleicht bin ich auch zu dicht, ich weiß ja nicht. Stroh, ich weiß ja, hinten wird Stroh angenommen, aber der lädt mir das irgendwie nicht ab. Cool, jetzt hat er es abgeladen. Aber da... So, der Anhänger ist leer. Jetzt muss ich noch den LKW leer bekommen. Jawohl, jawohl, jawohl. So, jetzt haben wir noch Heu. Das muss hier vorne runter. Vielleicht hier nochmal zurücksetzen. So, mach mich nicht schwach. Jetzt hat's funktioniert. So, das sieht doch nicht schlecht aus. So, da können wir nämlich hier wieder aussteigen, machen unseren LKW zu. Oh, welches ist denn das jetzt hier? So? Nein, hinten müssen wir nicht zu machen. Jawohl. So, und hier dasselbe. So, und dann haben wir es schon. So, ich habe noch was. Oh. So können wir nicht aussteigen. Wir müssen die Tür aufmachen. Was ist das eigentlich? Oh, warte, komplettes Fahrerhaus gekippt. Das blöd. Okay, Öl ist noch drauf. Kein Problem. Wir wollen hier aufmachen. Nee. So, aufmachen. Und die Achse heben. Genau, dann machen wir wieder zu. Und wir steigen ein. Tür zu, Fenster hoch und... Weg ist er. So, Hasenpfote fährt davon. Fährt wieder zu seinem Standort, zu seiner Garage. Das war jetzt wahrscheinlich nicht der kürzeste Weg. Aber bei einigen heißt es ja, der Weg ist das Ziel. So, und wir wollen natürlich hier auch mit der Technik ein bisschen rumfahren. So, es gibt doch noch einiges zu ernten, wie ich sehe. Getreide müsste das meiste eigentlich runter sein.
So, auf der Karte waren wir schon lange nicht mehr. Sägewerk steht auch noch. Weiß gar nicht, ob da überhaupt noch Material zum Verarbeiten ist. Wir müssen demnächst sowieso Heu machen, Holz machen. Da steht noch mein anderer Anhänger. Bei der Whiskyfabrik. So, das ist natürlich jetzt super, hä? Aber hier das Annaburger Zubringerfass, das sollte jetzt natürlich alles mit dem Schläuchen und so auch funktionieren. Das werden wir dann in den nächsten Folgen auch ausprobieren. So, wir zwitschen mal weiter. Das ist nämlich oben der Helmut. Der hat nämlich hier Stroh aufgeladen. Der macht jetzt aber auch Feierabend. So, die Schafe brauchen, glaube ich, sogar noch Wasser. Okay, der Helmut hat es geschafft. Der haut sich erstmal im Bier rein. Der Hartmut. So sitzt der Hartmut eigentlich in den LKW. Der hat sich natürlich den LKW ausgeborgt von Hasenfote, um damit Stroh zu fahren. Für seine Schweine. Da fährt er nämlich jetzt auch hin. Mit dem alten W50, der läuft aber super. Der kann hier sogar die Leitplanke hochfahren, haben wir gerade gesehen. Das ist gar kein W50, das ist ein L60. Mein Fehler. So, da steht auch noch Technik rum. Meine Güte. Oh, es zieht langsam Nebel auf, es wird Herbst. Ach du grüne Neune, da liegt aber auch noch ein Haufen Zeug auf dem Feld. Da gibt es auf jeden Fall noch was zu tun. So, aber der Hartmut macht heute auch nichts mehr. Der schaut noch zu seinen Schweinen. Trecker steht hier hinten. Alles im grünen Bereich.
Ah, und hier ist Holzmiel. Hackstiel. Genau, das hier oben. Jetzt hier mal einen super Platz ausgesucht hier. Dann von hier eigentlich schön ins Tal schauen. Da hinten ist unser Wasserturm. Da wird die Quelle angezapft. Damit wird auch der Whisky gebraut. So. Und wir haben natürlich noch unseren neuen hier, der Eiermann. Der Eiermann, der eiert hier rum. Der hat einen neuen Anhänger. Den wollte er uns noch zeigen. So, und zwar der noch so spezielle Bereifung, ansonsten ist er eigentlich ganz normaler Agroliner. Einfach noch eine spezielle Farbe. Ich finde es ganz cool, passt dazu. Leider keine Schläuche verbaut, aber sonst top, würde ich sagen. Und der macht aber auch Feierabend. Der fährt nämlich jetzt so zu seinen Hühnern. Und der wird mir das nächste Mal helfen, wenn da wieder irgendwas zu tun ist. Auf jeden Fall hat er jetzt sein LKW da noch ein bisschen aufgerüstet. So, und der alte W50 Planenaufbau steht da noch beim Händler. Der ist ja verkauft. Da hat sich ein Sammler gefunden. Der kriegt jetzt nochmal einen neuen Service hier. Und dann geht der zum neuen Besitzer über. Sonst war es eigentlich ziemlich ruhig hier auf der Felsbrunn. Nichts passiert, keine Unfälle. Alles im grünen Bereich. So, der Hahn kräht gar nicht. Das ich hab nichts gesagt. Er kräht doch. So, kann ich das eigentlich nicht von außen zumachen? Was ist denn da los? Okay, wir lassen das offen. Wir müssen da noch ein bisschen lüften. So, da auch noch nicht allzu viel drin. 2%. Der Hühnerstall sieht natürlich so aus, ist ordentlich Besatz drin, aber läuft noch nicht ganz so super, wie wir uns das vorgestellt haben. Okay, dann haben wir noch meine gute, die Franzi, die ist auch hier oben. Die lässt aber das ganze Equipment hier. Wir haben ja hier ordentlich was zu stehen. Die Anhänger bleiben auch da. Und ja, die kommt mit dem Unimog runter. Nach Hause. Ne, die fährt ja gerne große Geräte. Große Geräte ist sie gewohnt. Und so. Fensterscheibe hoch. Und dann springt das Ding auch an.
Ja, die Hupe gefällt ja am meisten, ne? Das geht mir gleich bei Franzi. So. Boah, die heizt natürlich direkt über den Acker. Was? Die kennt gar nichts. So, also oben ist noch Getreide zum Dreschen und Rüben wären auch noch. Rüben habe ich unten auch noch zu liegen. Müssen wir noch aus dem Boden holen. Und hier haben wir noch einen Haufen Stroh. Das geht aber alles zum Hartmut. Für die Schweine. Damit wir ordentlich Mist machen. So, und die Franzi, die brettert hier runter. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, ich sag, die ist Kamikaze. Güte, Vollgas Franzi, jawohl. Ich glaube, sie hat Hunger oder irgendwas ist nicht gut, wenn die so rast. Ach, die fährt gleich nach Hause mit dem Unimog. Da kennt sie gar nichts. So. Ja. Dann haben eigentlich alle Feierabend gemacht, bis auf, genau, Bauer Mike. Der geht aber auch nach Hause. So, der hat natürlich den Pickup da. Und dann ist erstmal Feierabend hier. Genau, wieso laufen, wenn wir denn Auto haben? Ach, die Franzi hat, glaube ich, den Schlüssel vergessen. Liegt wahrscheinlich noch im Drescher. So, hallo mein Schatz. So, hast den Schlüssel vergessen. Ja, das war klar. Also, wir bedanken uns erstmal fürs Zuschauen. Alles, was jetzt passiert, gehört hier nicht mehr rein. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.